Herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2. Ich bin euer Dark Dragon 90. Ihr befindet euch wie eh und je auf dem Kanal der Lost Players 2012. Und wir sind hier gleich auch wieder voll dabei mit Mafia. Ja, kleine kurze Nebenankündigung. Ich werde auch in Mafia 2 kürzer treten und auch der Nachfolger wird sich leicht verkürzen. Und zwar werden wir auch in Mafia 2 ab sofort nur noch vorübergehend 10 Minuten Folgen schalten und keine Viertelstunde mehr. Wie ich auch schon in Minecraft angekündigt habe, hat es private Gründe und dementsprechend drehe ich da etwas kürzer. Trotzdem, nach wie vor werde ich weiterhin alle zwei Tage pünktlich 12 Uhr die Mafia-Folge auf YouTube veröffentlichen. Ja, wir wollen dann auch gleich anfangen, bevor ich die 10 Minuten einfach nur vollgelullt habe mit meinen langweiligen Worten. Und machen dann auch direkt weiter mit Mafia 2. Kapitel 14. Weg in den Himmel. Oyster Bay, 25. September 1951. Geh ans Telefon. Jawohl, das werden wir auch so gleich tun. Nein, warte. Erst unser Jäckchen wieder anziehen. Aber dann ab ans Telefon. So. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Jo. So. Joe schon da? Ja, wunderbar. Du fährst. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, hä? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. So viel zu. Du fährst. Fahr nach Greenfield. Aber baue keinen Unfall. Hallo. Aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen, noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Was du meinst? Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn munteren. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort.
Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun haben, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schlitzer machst. So, gib mal Gas. Kein Unfall bauen, aber Gas geben kann man trotzdem. Wow. Wir sind eh schon gegen die Wand gefahren, hat sich das gerade schon erledigt, ja. So. Stoff geben. Und heizen wieder durch die See. Ein schönes Auto, der ist verdammt. Erfolgung von Rasa aufgenommen. Verstanden. So. Auf die Autobahn haben natürlich gleich wieder die Kollekte am Hals. Aber spätestens hier sollten wir mal arbeiten. I'm slamming Sammy Stevens, bringing the news. Lincoln Park has become the site of a terrific scene. Hat doch alles funktioniert. Dann hau mal jetzt noch mal noch das Ding rein, den Tempomat. Police have identified the victim as Henry Tomasino, who was reportedly in the meatpacking business. Mr. Tomasino died from his wounds sustained during the attack. Shots were fired in the area. Jo, kommt es einem langsam vor. Wo sehen wir denn, wo müssen wir hin? Mal gucken. Police have yet to identify these other victims, other than to state they all appear to be illegal Chinese immigrants. For Delta Radio, EDLT, so. I'm slamming Sammy Stevens. Weißt du noch, was du sagen sollst? Ja. Gut, dann kannst du ja losgehen. Weiter. Ah ja, machen wir so. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Aua! Ich sagte, ein Kinderschuh. Scheiße, los! Jetzt geh weg hier! Wir haben ein Tötungsdelikt. Richter, Agent Cox, ich brauche Verstärkung in Greenfield. Alles bitte! Zieh dich um. Was sogar vom FBI. Der Arsch stand tatsächlich unter Polizeischutz. Das sind Eddie endlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Slamming Sammy Steve. Achso, ich soll vielleicht Ding ausmachen, da die Sonne kann ich gleich noch. So, und Gas geben. So, dann ziehen wir hier durch. Weil da kommt der auch wieder schnell genug hinterher. Ja, mitten in der Verfolgungsjagd verabschiede ich mich allerdings jetzt auch von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, währenddessen wir vor der Polizei fliegen. Bis dann, euer Dark Dragon 90. Ciao, ciao.